Mein Name ist Eva, ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Admont, aus der Obersteiermark. Also ich bin die Petra, ich komme aus der Steiermark, aus Hiflau, das ist in der Obersteiermark. Ich bin der Jürgen, bin in Leoben geboren und bin vor ca. 20 Jahren nach Wien gegangen zur Wiener Polizei. Ich habe dann nach meiner Schulausbildung in Graz Jus studiert. 2019 bin ich dann des Berufes wegen nach Wien gezogen, habe dort in einem Ministerium gearbeitet und dann habe ich mir meinen großen Kindheitstraum quasi erfüllt und bin zur Polizei gegangen. Und seit September 2020 bin ich jetzt in der Polizeigrundausbildung in Wien. Also nach der Absolvierung von der Polizeischule bin ich dann von der normalen Polizeiinspektion gekommen, habe dort ein paar Jahre Dienst versehen, bin dann zur WEGA gegangen, habe mir die WEGA angeschaut, bin dann zur EGS gegangen, das ist die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Danach habe ich einen dienstführenden, fortbildenden Kurs gemacht, bin dann wieder in einen Bezirk gegangen als Wachkommandant, also Chef von einer so einer Gruppe. Und vor einigen Jahren jetzt ins Landeskriminalamt Wien. Ich versehe jetzt Dienst im Landeskriminalamt Wien im Ermittlungsbereich 9, das ist die Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität. Ich bin momentan im SBK 16, bin da von der BI, Polizeiinspektion, als BI-Ermittlerin tätig. Das mittlerweile seit 5 Jahren. Davor war ich 20 Jahre am Funkwagen. Für die Wiener Polizei habe ich mich deshalb entschieden, weil es für mich einfach das interessanteste Umfeld bietet. Es ist ein hohes Einsatzaufkommen. Man hat unterschiedlichste Einsätze und gerade in der Grundausbildung, denke ich, kann man da am meisten mitnehmen, am meisten lernen und erlernen dann auch. Warum ich zur Wiener Polizei gegangen bin, war der Beweggrund größtenteils, weil als junger Bursch einfach sehr viel sehen wollte. Wien ist eine sehr große Stadt, ist, da tut sich viel, da ist viel Action, da gibt es die Wege, das sind einfach Sachen, die es einmalig in Österreich nur in Wien gibt. Hast du jeden Tag was anderes, du hast ein relativ großes Aufgabengebiet. Kein Tag oder kein Dienst ist wieder andere. Was mir aufgefallen ist in der ersten Praxis, ist die Kollegialität. Also wenn man zu einem Einsatz gerufen wird und es ist dann doch etwas Heftigeres, dann sind die Kollegen sofort zur Stelle, melden sich dazu und unterstützen. Was soll ich sagen? Ich darf es wieder machen, wenn ich könnte. Ich bereue es wirklich keinen einzigen Tag, dass ich den Schritt gemacht habe.